Heute lief das Bankdrücken nicht so gut. Warum, seht ihr gleich. So, meine Freunde, ich grüße euch. Heute am Donnerstag bin ich im Studio gewesen und habe das Bankdrücken ausgeführt. 70% 5x5 plus jeweilige Pausen dazu. Ich habe einen nicht optimalen Drücktag gehabt, so sag ich's mal. Ich war auf der Arbeit sehr gefordert gewesen und habe dadurch mein Energielevel stark abgesenkt gehabt und heute beim Bankdrücken habe ich das halt zu spüren bekommen. Es lief zwar, aber die nötige Power, der nötige Biss hat heute gefehlt. Ich habe mich etwas gequält, obwohl die 70% doch relativ leichtes Gewicht waren, aber wenn die Power fehlt, war nichts da. Dann war die Stange auch wieder etwas verbogen, das hat beim Drücken mich auch sehr behindert, also es war heute wirklich kein guter Drücktag. Ich habe im Anschluss nach dem Bankdrücken mindestens eine Viertelstunde Pause gemacht und bin dann ein bisschen im Studio rumgeschlichen, habe da so einige Leute noch getroffen und dann habe ich das explosive Bankdrücken durchgeführt. Auch hier war ich etwas müde gewesen, sieht zwar nicht so aus, aber ich habe es dann immer gemerkt nach jeder Satzpause, dass es mir sehr stark in den Armen zwickte und ich habe das dann schnell hinter mir gebracht. Das Training habe ich dann beendet mit noch einer halben Stunde Cardio-Training und dann war wirklich Sense. So, heute am Freitag Kniebeuge, hier der Ablauf. Ich habe mich nun wieder völlig motiviert und auch energiegeladen gefühlt, im Gegensatz zu gestern. Und die Kniebeuge liefen wie bei der Nähmaschine, ohne Probleme, super Umsatz. Ich habe wirklich gar nicht groß Kopfkino einsetzen müssen, das lief wie am Schnürchen. Tiefe hat gestimmt, Konzentration war da, Gewicht war optimal und die Sprunghöhe auch. Ich habe jedes Mal Vollgas gegeben bei der Beuge und bei den Sprüngen und zum Schluss habe ich noch von Kniebeuge durchgezogen. 2x5 war heute dran, sehr gut gewesen, ich hätte das den ganzen Abend noch weitermachen können, aber irgendwann muss ja mal Schluss sein. Zu Hause habe ich mir die Bratpfanne geschnappt, die Kartoffeln angebraten, Fleisch war schon am Vortag gebraten worden, habe das alles mit Zwiebeln und Paprika geschmort und so sah es aus. Sehr, sehr lecker, meine Freunde.